Hallo zusammen, was erwartet dich in diesem Video? Mehr Geld mit Umfragen verdienen. Vier Hacks, wie du mehr verdienen kannst. Und ja, ich verspreche dir, es wird nicht langweilig. Du bekommst eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung von mir. Eine kostenlose Textvorlage, die du 1:1 übernehmen kannst. Schreibe "Ja, ich will" in die Kommentare und ich schick's dir zu. Also bleib bis zum Ende dran. Wenn du diese Art von Videos magst, würde ich mich gerne über ein Abo freuen, über ein Like und aktiviere natürlich die Glocke. Dann verpasst du keine neuen Videos mehr von mir. So, und jetzt, um welche App geht es? Dreimal dürft ihr raten. Es geht um eine App, die zurzeit total gehypt war, um Atapol. Ja, jetzt nicht schreien, oh nee, kennen wir alles. Ich zeige euch hier mal Schritt für Schritt, welche Möglichkeiten ihr habt, mit der App noch mehr Geld zu verdienen als nur über die Umfragen. Kennt ihr alle schon? Schauen wir mal. Bleib einfach bis zum Ende dran. So, ganz kurz für die, die Atapol noch nicht kennen. Ist runterladbar für den Google Play Store, also für Android-System und für den App Store, für die Apple-Geräte. Ihr führt Umfragen durch, ihr lasst euch dafür ausbezahlen und ihr könnt Freunde einladen. Umfragen, seht ihr schon, ist alles von bis zu vertreten. Von 1,50 Dollar bis 42 Cent. Das ist jetzt hier natürlich alles in Dollars. Ich zeige euch dann auf meinem Handy, wie es aussieht mit Euros. So, wie funktioniert das? Auf der Seite hier seht ihr, könnt ihr euch ein Video anschauen, aber die App ist wirklich ganz einfach. Die App habe ich euch in meinen Beschreibungen verlinkt. Ihr könnt euch gerne über meinen Link anmelden. Dann bekommt ihr einen 40 Cent großen Startguthaben. Und das Schöne an dieser App ist, der Auszahlungsbetrag ist schon bei 2,50 Euro, den ihr euch zum Beispiel mit einem Amazon-Gutschein vollkommen schnell und unkompliziert auszahlen lassen könnt. PayPal-Auszahlung geht natürlich auch. Wie geht es jetzt weiter? Und zwar, ich zeige euch jetzt, wie ihr mehr Freunde bekommt. Wie könnt ihr das machen? Ich zeige es euch jetzt schnell und einfach. Und die Vorlagen könnt ihr selber auch nutzen. Ich stelle sie euch zum Download zur Verfügung. Und die könnt ihr wirklich, wenn ihr wollt, 1:1 übernehmen und dann versuchen, damit Freunde zu bekommen. Wie es geht, zeige ich euch jetzt. Macht ihr das mit der Seite Canva. Canva verlinke ich euch auch unten. Und diese Seite ist wirklich toll, existiert auch seit zig Jahren. Man kann damit mittlerweile jetzt schon Videobearbeitungen machen, auch wenn es nur einfache Sachen sind. Hauptsächlich war die Seite eigentlich für Grafikbearbeitung gedacht. So, wir gehen jetzt hier ganz einfach auf Social Media und wir machen jetzt als allererstes einen Facebook-Post. Warum Facebook? Weil es so schön einfach hat und fast jeder hat es. By the way, es ist nicht nur mit Facebook möglich, sondern ihr könnt auch WhatsApp-Statis machen. Ich zeige euch jetzt einfach mal ganz schnell, wie ihr ein Foto macht. So, und zwar nehmt ihr jetzt hier eine Vorlage. Ich habe, wie ihr seht, den kostenlosen Account. Ich habe jetzt hier bei Travel zum Beispiel jetzt diese Vorlage hier gefunden gehabt. Aber ihr seht, es gibt natürlich noch genug kostenlose Vorlagen. Sucht auch einfach das aus, was ihr schön findet. Ich finde das hier ganz nett. Das nehmen wir jetzt mal. Warum? Weil wir hier mehrere Fotos machen können. So, wir sind bereit. Der Sommer ist da. Brauchen wir alles nicht. Was machen wir? Als erstes, es ist natürlich einfach zu sagen, okay, ihr nehmt euch euren Affiliate-Link, den ihr bei Atapol habt, und klatscht den irgendwo hin. Da werdet ihr aber nicht viel Freude mit haben, weil erstens werdet ihr gerade bei Facebook schnell gesperrt. Der Admin schmeißt euch raus und die Leute finden das komplett unseriös und sind einfach nur von dieser lieblosen Art und Weise der Akquise natürlich nicht gerade amused. Also wie würde ich es jetzt machen? Ich an eurer Stelle würde jetzt, wenn ihr die App habt, auch wenn es wirklich nur Centbeiträge sind, die ihr mittlerweile errungen habt, einfach Screenshots machen. Ich habe es gemacht. Ich zeige es euch jetzt mal hier und zwar in meinen Uploads. Die Fotos ladet ihr hoch. Ich zeige euch jetzt mal hier zum Beispiel, was ich, 4,82 Euro. Das Foto nehme ich jetzt und schiebe es mir, sagen wir jetzt mal, hier unten hin. Na, ihr seht, ich habe 4,82 Euro und dann nehme ich jetzt... Nehmen wir mal das andere jetzt hier und schiebe es hier oben in. So, jetzt sieht man schon mal, dass hier Guthabenbelege da sind. Was mache ich jetzt mit dem hier? Mit dem Bild will ich jetzt eine Emotion auslösen, dass diejenigen, die diesen Post sehen, sagen, Mensch, da fühle ich mich jetzt aber angesprochen. Das will ich jetzt auch versuchen. Wie machen wir das? Wir suchen jetzt einfach ein geeignetes Bild. Wenn ihr jetzt ihr selber keins habt,
würde ich jetzt mal versuchen, entweder eine freudige Atmosphäre zu schaffen oder einen Druck aufzubauen, zum Beispiel einen Geldmangel oder, ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, finanzielle Nöte. Nur wie ihr sehen könnt, mit der App sind jetzt natürlich keine Hunderte oder Tausende Euros machbar. Es gibt YouTuber, die zeigen das, und ich sage mal so, es ist natürlich, da widerspreche ich mir jetzt natürlich gerade selber, es ist natürlich schon machbar, aber wenn ihr gerade startet, ist es nicht so einfach machbar. Ich werde euch aber noch gegen Ende des Videos zeigen, wie ihr dennoch relativ schnell und vor allen Dingen sehr, sehr einfach sehr viele Abos bekommen könnt. Aber jetzt wollen wir erstmal hier weitermachen. Wir suchen uns jetzt erstmal wieder ein Bild. Und zwar sage ich jetzt mal, was immer gut sieht, sind natürlich weibliche Frauen zum Thema Geld. Versuchen wir mal Money. So, ach ja, ich bin noch bei den Elementen. Wir sollten mal zu Fotos umswitchen. So. Ihr seht hier alle die Bildchen mit so einem Krönchen. Das ist Pro-Version, das heißt, das müsst ihr kaufen. So, aber hier geht es ja schon los. Ne? Hier haben wir schon mal zwei weibliche Personen. Hier ein leeres Portemonnaie. Das wäre jetzt natürlich auch schon mal eine schöne Sache. Ich versuche es jetzt mal, weil ich der Meinung bin, mit Frauen geht das immer besser. Ich nehme jetzt mal diese blonde Dame hier und klatsche die hier rein. Ihr seht, ganz einfach. So, wir sind bereit. Ändern wir jetzt mal um, indem wir es einfach mal löschen. Ups, das war das Ganze. Das war natürlich etwas ungünstig. So dürfte es natürlich nicht machen. Also, so, dann schreiben wir jetzt hier zum Beispiel hin: Willst du auch, Geld verdienen? Fragezeichen. Die Schrift finde ich jetzt. So, dann komm mit auf unsere Reise. Das würde ich jetzt einfach mal. Oder ich würde hier einen Call to Action hinmachen. Dann klicke hier. Dann klicke hier auf den Link. So, und das kann man jetzt alles natürlich schlecht lesen. Deswegen werden wir jetzt hier erstmal den Schrifttyp ändern in was ganz Einfaches. Ich nehme jetzt gleich mal hier das erste. Und damit man es noch besser lesen kann, versuche ich das natürlich auch noch ein bisschen größer zu machen. So, dann klicke ich hier auf den Link. Das packe ich mal hier runter. So, ihr könnt natürlich zig Sachen jetzt machen. Ihr könnt hier die Textfarbe ändern. Rot ist natürlich auch immer eine schöne Signalfarbe. Kann man das jetzt gut lesen? Ich würde jetzt tendenziell immer noch bei Weiß bleiben und es zum Beispiel dicker machen. Und Effekte, ja, das ist jetzt Geschmackssache. Da könnt ihr euch jetzt vollkommen austoben. Dann klicke hier auf den Link. Da könnte man jetzt vielleicht noch netterweise ein Element wie zum Beispiel ein Pfeil nach unten. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal nichts Animiertes, weil es soll jetzt einfach nur ein Bild werden. Nehmen wir jetzt einfach mal diesen Pfeil und den machen wir erstmal kleiner. So, dann packen wir uns das Ding. Ups. Na, wo ist er denn, das kleine Stück? So, Pfeil nach unten. Noch ein bisschen gerade. So, und mit Taste STRG und C kopiert ihr das und STRG und V fügt ihr das wieder ein. Dann nehmt ihr euch den zweiten. Das ist der sogenannte Vorführeffekt. Das kann ich ganz gut. Jetzt kriege ich das kleine Ding nicht zu packen. So, hier ist er. So, hier seht ihr auch, Canva bietet euch immer Hilfslinien an. Das ist echt schön. So, dann klicke ich hier auf den Link. Das finde ich persönlich jetzt noch ein bisschen zu klein. Das kann man alles noch ein bisschen größer machen. Aber es soll jetzt erstmal schnell gehen. So, fertig ist euer erstes Bild. Das Bild könnt ihr jetzt nehmen und jetzt aufpassen auf folgenden Plattformteil. Einmal könnt ihr dieses Bild nehmen und euren WhatsApp-Status zum Beispiel packen. Ihr könnt aber auch ganz einfach, anstatt hier bei Social Media, was ich vorhin ausgewählt hatte, den Facebook-Post, einfach schon den WhatsApp-Post-Status nehmen. Dann ist das Bild einfach noch optimal an den WhatsApp-Status angepasst. Aber das hier funktioniert auch wunderbar. Ihr könnt das auf Instagram teilen. Was könnt ihr noch damit machen? Ihr könnt das Bild erstmal bei euch in euren Facebook-Status reinpacken und ihr könnt es natürlich auch in Facebook-Gruppen teilen. So, also ihr ladet euch das jetzt hier einfach runter.
Hier würde ich euch empfehlen, einfach JPEG zu nehmen. Das ist am kleinsten und es ist schnell runtergeladen. So, Download, jetzt seht ihr, wird das runtergeladen. So, was macht ihr als nächstes? Jetzt haben wir das Bild hier. Jetzt braucht ihr natürlich eine ansprechende Beschreibung, dass derjenige, der das Bild sieht, jetzt auch noch von euch überzeugt wird, dass diese App wirklich toll ist und dass man sich die unbedingt laden muss. Also jetzt einfach euren Affiliate-Link hier unten lieblos reinklatschen, wird jetzt auch nicht viel bringen. Das Bild ist zwar schon nicht schlecht, aber es muss noch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden. Dann geht ihr jetzt wie folgt vor. Und zwar bekommt ihr von mir eine Vorlage, und zwar einmal in Deutsch und einmal in Englisch. Dann macht ihr dieses Bild einfach, könnt ihr vielleicht die Beschreibung weglassen und lasst einfach nur im Prinzip die Zahlen sprechen. Und dann schreibt ihr auf Englisch, please click here oder so. Ansonsten, das könnt ihr euch einfach mit Google Docs oder DeepL.com einfach mal selber übersetzen. Das geht wirklich ratzfatz und ist dann auch richtig. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt nach Facebook und suchen da ein paar schöne Gruppen. So. Ihr habt dann euer Facebook-Profil und dann könnt ihr jetzt hier oben sagen, ihr sucht jetzt nach Gruppen. So, und jetzt nehmt ihr euch alles, was zum Thema Online-Geld verdienen geht. Online-Geld verdienen. So, ihr seht, ich bin schon in einigen Gruppen. Jetzt sage ich nochmal suchen. Und dann könnt ihr hier nämlich nochmal einstellen nach Gruppen. So, und hier könnt ihr jetzt wirklich sehen, welche Gruppen und wie viele Mitglieder diese Gruppen haben, da sind. Und diesen Gruppen könnt ihr im Prinzip allen beitreten. Nur vorsichtig, es gibt öffentliche Gruppen und es gibt private Gruppen. Gerade bei den privaten Gruppen wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ihr tretet erstmal bei, beantwortet die Fragen und dann versucht ihr euch erstmal, ich sag mal, ein paar Stunden oder ein, zwei Tage erstmal so ein bisschen einzubringen, Tipps zu geben und nicht gleich nach Motto, ich bin hier drinne, jawohl, und gleich das Bild mit dem Link posten. Da macht ihr euch gleich unbeliebt und dann könnt ihr gebannt werden. Was auch immer wieder gut ist, wie gute Manieren man dann hat, man geht hin, tritt der Gruppe bei und schreibt mal den Admin an. Sagt hier, ich habe eine neue Methode zum Thema Geldverdienen entdeckt, darf ich denn hier diesen Link posten? Wer fragt, kommt immer weiter. Daran merkt der Admin schon, okay, er wildert nicht einfach so in seiner Gruppe rum, sondern ich habe vorher gefragt und dann ist er erstmal schon mal besänftigt. Das würde ich als allererstes machen. So, jetzt könnt ihr nicht sagen, ich gucke jetzt mal, wie viele Gruppen wir hier haben und nehme jetzt hier alle und am besten alle noch in einer Stunde beitreten. Das sieht Facebook auch nicht gern, da werdet ihr auch gebannt. Das ist nicht gut. Also ihr nehmt euch, sage ich jetzt mal, pro Tag 10 Gruppen vor und dann auch nicht gleich alle in 60 Sekunden beitreten, sondern immer peu à peu ein paar Gruppen beitreten. Und dann würde ich das Bild mit einem Text, wie zum Beispiel, ich zeige euch jetzt mal das, zum Beispiel den hier, den könnt ihr dann von mir nehmen. So, dann kopiert ihr diesen Text mit rein, ihr ladet das Bild hoch und kopiert diesen Text noch mit rein. Das könnt ihr wirklich eins zu eins nehmen. Ihr solltet hier natürlich nur noch euren Link hinpacken. Mein Code ist Uniform Alpha November November Mike. Wenn ihr den Code nehmt, bekommt ihr 40 Cent erstmal schon mal als Startguthaben. Dann sind es so den 2,50 Euro auch nicht mehr weit. Wie gesagt, diese Beschreibung könnt ihr nehmen. Wenn ihr unter den Kommentaren ja, ich will postet, schicke ich euch die Anleitung zu. Und auf Englisch natürlich auch. So, weil das Schöne an diesem Attapol ist, dass es natürlich nicht nur für Deutschland ist. Ihr könnt weltweit diese App bzw. diese Links teilen. Und da kommen wir natürlich auch zu weiteren Möglichkeiten. Und zwar könnt ihr diese App zum Beispiel auch in Telegram teilen. Selbst bei Telegram gibt es solche Sachen wie Gruppen. Und zwar zeige ich euch das mal kurz. So, es gibt hier mittlerweile auch für den Desktop die Telegram-App. So, dann könnt ihr gucken. Ihr könnt jetzt hier oben in der Suche eingeben, online Geld verdienen. So, da habt ihr schon angeheftete Nachricht. Jetzt gibt es hier, diese Gruppe hat zum Beispiel 2091 Mitglieder. Und ihr könnt hier gucken, welches Thema diese Gruppe hat. Und dann könnt ihr euch Benachrichtigungen
einschalten, dass ihr immer bei einer neuen Nachricht auf benachrichtigt werdet, dass ihr sozusagen immer up to date seid. Ihr seht, diese Gruppe ist sehr aktiv mit über 23.000 Bildern. Ja. Und so könnt ihr hier nach Gruppen suchen. Und das Ganze geht natürlich nicht nur, wie ihr seht, in Deutschland, sondern auch weltweit. Also guckt ihr zum Beispiel nach dem Thema Make Money Online. So, hier seht ihr Online Earning Money, Make Money Online. Es gibt einige Gruppen. Der Gruppe beitreten oder hier erstmal auch die Beschreibung lesen, ob ihr überhaupt Links posten dürft. Na, es gibt halt viele Gruppen, die haben nur eine Leseberechtigung, da könnt ihr natürlich nichts posten. Das einfach mal ausprobieren. So, wir haben also WhatsApp als Social Media und Telegram, sozusagen unsere beiden Messenger, und dann habt ihr noch Facebook. So, jetzt haben wir schon mal drei Möglichkeiten, wie ihr schnell Follower aufbauen könnt und somit noch nebenher nicht nur mit den Umfragen Geld verdient, sondern auch noch mit den Affiliates. Weil ihr bekommt dann auch immer noch 20 Cent für jeden geworbenen Affiliate, der sich über euren Code anmeldet. So, was haben wir noch als nächste Möglichkeit? Das schnellste und einfache ist natürlich, ihr nehmt den Link und publiziert den möglichst weltweit und an viele Leute. Wie geht das? Tja, wie geht das? Das geht über eine schöne Plattform, die da heißt Udemy. Udemy.com verlinke ich euch unten auch. Hier könnt ihr euch anmelden, wenn ihr euch hier oben angemeldet habt mit eurem Namen, E-Mail-Adresse, Passwort oder eben mit einem Google-Account, bekommt ihr einen 5-Dollar-Gutschein. So, wie geht das jetzt hier weiter? Hier steht schon Find the Best Solo Ad Sellers. Diese Leute haben zum Beispiel E-Mail-Listen oder sind sehr aktiv in Social Media und haben eine enorme Reichweite. Jetzt bucht ihr bei denen sozusagen deren Reichweite. Ihr zahlt denen Geld und sagt, diesen Link möchte ich gerne, dass du den publizierst und damit Werbung machst. Mit eurem Ziel natürlich, möglichst viele Affiliates zu bekommen. Darauf sind diese Herren hier und Damen spezialisiert. Wir schauen uns das mal an. So, dann habt ihr hier, ihr seid auf der Plattform und jetzt könnt ihr sagen, ihr könnt die Plattform oben auch mit dem Google Add-on bei Google Chrome auf Deutsch umstellen. Aber ich kann euch sagen, die wichtigsten Sachen, auf die ihr achten solltet, ist es hier MMO-Nische, Make Money Online. Also wenn ihr natürlich hier Social Media Sellers habt, die hier in der Kochnische unterwegs sind oder Fitness oder so, da denen solltet ihr natürlich nur Links geben, die auch mit diesem Thema was zu tun haben. Ihr könnt nicht einem Cooking Social Media Seller jetzt sozusagen euren Affiliate-Link von Make Money Online unterjubeln. Da werdet ihr keine tollen Ergebnisse erzielen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, hier alle Nischen, ich gehe jetzt mal in die Finance-Nische rein und sage ihm, also ihr könnt das noch weiter filtern, welche Sprache soll derjenige sprechen, soll der online sein, also ihr könnt jetzt hier richtig filtern und dann sagt ihr, so, jetzt gucken wir uns an, wer jetzt gerade da ist. In dem Fall, wenn wir das hier so standardmäßig machen, seht ihr hier erstmal die online sind. So, und hier seht ihr jetzt zum Beispiel hier, 50 Cent kostet bei dem sozusagen ein Klick. Derjenige hat auch schon 1625 positive Bewertungen und 14 negative. So, und dann könnt ihr euch die Texte hier durchlesen, worauf die spezialisiert sind. Also hier zahlt ihr 50 Cent, 40 Cent. Ihr seht, es geht auch relativ günstig. Und hier sehen wir das totale Gegenteil. Der Herr verlangt 1,05 Dollar. Aber er hat auch schon 2097 Daumen nach oben und nur 5 negative. Also der Herr scheint anscheinend genau zu wissen, was er tut. Und hier sind die Erfolgschancen natürlich relativ hoch. Hier dieser Angelo ist anscheinend auch nicht schlecht. Er hat auch eine 80-prozentige Erfolgsquote. So, dann klicken wir jetzt hier auf ihm zum Beispiel drauf. Das ist er. So, dann kann man sich jetzt hier alles aussuchen oder halt durchlesen, was er jetzt alles kann. Ne, er war zum Beispiel jetzt im Januar unter den Top 3 der meistverkauften Sellers hier auf dieser Plattform. Und diese Plattform hat einige Sellers. So, jetzt sind wir hier bei mir in meinem persönlichen Account. Wie sieht das jetzt aus? Also ihr seht,
Der hier zum Beispiel hat schon über 10.000 Orders ausgeführt. Dann klickt ihr hier drauf, der hat anscheinend auch gerade eine Aktion. So, jetzt geht ihr hin, seht, hier bei ihm kann ich zum Beispiel 1.000 Klicks kaufen. Diese 1.000 Klicks würden jetzt $400 kosten und eine Service-Fee von $3. Das ist uns natürlich jetzt zu wenig, wir fangen mal nur ganz, ganz klein an. Also gehe ich jetzt mal auf 100 Klicks für 40 Cent, kosten bei ihm $43. Jetzt könnt ihr sagen, ihr möchtet nur Klicks haben, die nicht vom Handy aus getätigt sind. Das ist natürlich jetzt im Fall von uns, von Atapol, natürlich kontraproduktiv. Ihr könnt jetzt sagen, ich möchte nur Top-Tier-Klicks haben. Also dann kommen die Besucher wirklich nur von USA, UK, Kanada, Australia, New Zealand und Singapur. Das kostet jetzt pro Klick 5 Cent mehr. Ich hake das mal kurz an. So, dann seht ihr, sind wir jetzt bei $48 aufgrund der Service-Fee. Das wäre für euch jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit einzusteigen. Dann klatscht ihr hier euren Affiliate-Link hin und somit könnt ihr ganz einfach dem Herrn das mitteilen. Ihr wollt 100 Klicks auf euren Affiliate-Link haben und dann wartet ihr einfach nur ab, was passiert. Der Herr wird sich mit euch in Verbindung setzen. Ihr könnt das, wie gesagt, auch immer hier mit Google Chrome der Extension übersetzen. Und dann wartet ihr einfach ab und schaut, was passiert. Aber er ist natürlich nicht der Einzige. Es gibt natürlich viele andere. Deswegen schaut euch einfach um, schaut, was ihr bereit seid zu zahlen. Und dann versucht ihr das einfach mal. Das ist wirklich die schnellste und auch eine sehr effektive Methode, um hier Klicks zu bekommen. Der hier, dieser Daniel Huppertz, der sitzt tatsächlich auch in Deutschland. Das ist auch ein sehr guter Seller. Mit dem habe ich schon ein paar andere Dinge gemacht. Er ist wirklich sehr freundlich und auch antwortet immer sehr schnell. Aber hier kostet ein Klick auch 69 Cent, also beziehungsweise US-Cent. Das solltet euch bewusst sein. So, das war jetzt kurz die Einführung zu dem Thema, wie kann ich möglichst schnell noch weiter verdienen mit Affiliates. Und zwar, ihr bekommt ja immer pro Affiliate 20 Cent gutgeschrieben. Je nachdem, aus welchem Land diese Klicks kommen oder eure Freunde, kann das mehr oder weniger sein. Ich habe teilweise schon 3 Cent, 5 Cent bekommen, aber auch schon 44 Cent. Also je nachdem, auch wie der Link dann weiterum geteilt wird, kann sich das bei euch auch anders aussehen. So, und jetzt würde ich einfach sagen, gehen wir jetzt einfach mal rein in meine App. Und da zeige ich euch nochmal was. Wir sind jetzt hier bei mir in meiner Atapol-App. Wie ihr seht, habe ich noch zurzeit eine Umfrage frei, die ich machen kann, für die ich 16 Cent die 10 Minuten für bekomme. Das sind so Umfragen, das ist sozusagen meine maximale Beuteschema. Und zwar nehme ich gerne Umfragen, die nur ein bis, sage ich mal, maximal 7 Minuten dauern. Warum mache ich das so? Weil ich das mal wirklich schnell mal so zwischendurch machen kann. Auf der Arbeit, in der Pause, auf dem Weg zur Arbeit, Bus, Bahn, Zug. Oder als Beifahrer im Auto, da ist das wirklich mal schnell gemacht. Da ist das wirklich keine große Zeitverschwendung. Ich sag mal so, auch wenn ihr zur Not auf der Toilette seid, eine Minute geht immer. Und da kann man wirklich mal einfach mal husch husch mal schnell so ein paar Umfragen machen. Und obwohl es nicht immer viel Geld gibt, aber es läppert sich einfach zusammen. Ich habe zurzeit, wie ihr seht, 7,61 Euro. Ich hatte angefangen mit 2,62 Euro. Im November hatte ich die App gerade. Das habe ich wirklich innerhalb eines Tages gehabt. Und dann habe ich es einfach eine Zeit lang auch mal liegen lassen, weil ich einfach auch die Lust verloren habe. Und dann habe ich es mir versucht, über PayPal auszubezahlen. Da hatte ich nur, war ich zu ungeduldig, deswegen ist das einmal fehlgeschlagen. Aber dann seht ihr ja oben drüber, am 28.01. hat das auch sofort mit der Auszahlung geklappt. Ich habe auch das in den Shorts gezeigt. So, wie könnt ihr euch auszahlen? Hier per Giftcard, PayPal, Revolut. Geht auch. Revolut ist eine für uns Deutsche eine neue Bank, sowas wie N26, was jetzt auch in Deutschland immer mehr populärer wird. Und ihr könnt natürlich spenden. Ihr könnt jetzt den Betrag an die UNICEF, Doktors ohne Grenzen, WaterAid und die Samariter, WWF und Brustkrebs-Dings spenden. So, das geht auch alles. Ja, das ist so das. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was viele YouTuber euch nämlich nicht zeigen. Das ist der Verlauf. So, ihr seht hier, Bonus für Einladungsempfehlung habe ich jetzt mal 5 Cent bekommen. Und dann seht ihr schon 21 Cent. Dann habe ich meine Umfrage nicht richtig gemacht, weil die Umfrage mir zu lange ging. Habe ich es einfach abgewürgt. Dann seht ihr wieder Umfrage abgeschlossen. 27 Cent, 0 Cent. So, und ihr seht, es läppert sich.
So, und jetzt kommen wir nochmal zu einem Thema. Ihr seht hier unten, habe ich zum Beispiel auch viele 1-Cent-Umfragen, weil das einfach für mich schnell geht. Ne? Das seht ihr ja am 6.2. um 12.17 Uhr. Da habe ich dann wirklich innerhalb, sag ich mal, der Minute habe ich wirklich 2 Umfragen abgeschlossen. Zack, waren das auch wieder 2 Cent. Was diese App für mich so einmalig macht, ist, dass wenn ihr die Apps abends zum Einschlafen nutzt, also ihr könnt nachts mal nicht schlafen, startet die App und sagt, ihr wollt jetzt eine Umfrage machen. Jetzt schlaft ihr dabei ein, weil euer Gehirn sich mal nicht mit dem Thema Schlafen beschäftigt hat. Und man sagt, oh, ich muss morgen ganz früh aufstehen, ich muss in die Schule, ich muss in die Arbeit. Ihr setzt euch unter Druck, könnt nicht schlafen. Jetzt startet ihr die App und sagt, ich mache jetzt einfach mal eine Umfrage, weil ich bin ja eh wach, also kann ich ja auch Geld verdienen. So, wenn ihr jetzt dabei einschlaft und der Bildschirm geht von sich aus gibt es einen Kulanzbeitrag. Das heißt, Atapol zahlt euch tatsächlich einen Beitrag von 1-2 Cent. Oder hin und wieder kann es vielleicht auch mal mehr sein, weil ihr einfach eingeschlafen seid. Das machen die jetzt natürlich nicht jedes Mal. Also ihr könnt nicht einfach sagen, ich starte die Umfrage und lasse das Handy jetzt liegen. Ich kriege schon ein bisschen Geld. Nein, ihr seht, ich habe ja auch ein paar Nuller dabei. Das ist wirklich nicht immer. Aber das macht diese App so einmalig. Was solltet ihr noch machen, damit ihr wirklich schön viele Umfragen bekommt, ist einfach auch Umfragen machen. Und zwar solltet ihr wirklich versuchen, möglichst viele Umfragen zu machen, auch wenn es dann mal schief geht. Und was ganz wichtig ist hier in den Einstellungen, dass ihr hier eintragt bei den Umfragen die Häufigkeit, so viel wie möglich und maximale Länge, auch jede Länge eingibt. Dann hier oben die Profildaten. Da würde ich euch empfehlen, die wirklich am besten alle durchzumachen. Weil je genauer die natürlich von euch ein Profil haben, desto spezieller können die auch euch Umfragen wieder zuschustern und ihr bekommt nicht so viele Umfragen, wo es heißt, ihr tippt da mal drauf und dann heißt es, nein, das Unternehmen hat sie gerade ausgeschlossen, sie passen nicht dazu. Ja, dann ist das hoppala halt mal passiert. Aber lasst euch davon nicht beeindrucken, sondern macht einfach weiter. Okay, es gibt Tage, da läuft es nicht, seht ihr ja bei mir auch, und es gibt wieder Tage, da läuft es. Also, nicht beeindrucken lassen, einfach immer weitermachen. Das Schöne ist, es ist eine Win-Win-Situation für euch beide. Derjenige, der geworben wurde, weil er Geld verdienen kann und wenn es auch eine kleinere Summe nur ist, aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Und derjenige, der geworben hat, bekommt halt auch noch einen Beitrag. Und es ist letzten Endes alles kostenlos. Ihr vergebt euch nichts außer so ein bisschen eure Zeit.